Betty? Allerbeste Tante! Pass auf, der Einkauf wird ein Kinderspiel. Woher willst du das wissen? Flurry kann mit den Cake-Zwillingen spielen und macht keinen Ärger. Allerbeste Tante! Wunderbar, sie sind schon Freunde. Ich hätte dir vertrauen sollen. Danke. Hast du denn an mir gezweifelt? Spike, kümmere dich um Flurry, ich übernehme alles andere. Hi Pinky, wie geht's denn? Ich brauche die Cupcakes fürs Krankenhaus und ein paar Entschuldigungssüßigkeiten. Mir geht's gut. Hier sind sie. Ist mir ein Vergnügen. Hast du die Liste, was welches Pony am liebsten ist? In meiner Partyplanerhöhle. Bin gleich zurück. Erinnere mich daran, dir zu sagen, wie toll du bist. Cherry Lee? Ja, toll bin ich wirklich. Kirsch-Haferflocken-Kekse mit gelben Streuseln. Klasse. Schreibst du Entschuldigung überall drauf? Dafür habe ich sogar einen Stempel. Hey, Kinder. Kein Grund zu streiten. Wartet, Moment. Es gibt sicher noch einen. Nee, das ist keiner. Warte, Schätzchen, wir können gleich spielen. Das Verkaufspony aus dem Spielzeugladen? Apfelstrudel-Cupcake mit Karamellguss. Du machst dasselbe Gesicht wie Cherry Lee. Pinkie Pie, was ist eigentlich deine Lieblingssüßigkeit? Die Probierplatte mit allem. Dann nehme ich drei davon. Aha, ich wusste, dass ich noch einen finde. Twilight? Kommt nicht in Frage. Wir werden nicht absagen. Alles wird gut. Es muss gut werden. Es war so schrecklich, dass es am Ende gut werden kann. Muss. Tut mir leid. Oh. Ach, nein, das habe ich verdient. Was ich sagen wollte, wir sind da. Und wir sind nur 4,5 Minuten zu spät. Was? 4,5? Wenn noch nie ein Pony versucht hatte, Cloudsdale zu Fuß zu erreichen, ließ Gusty die Große sich nicht davon abhalten. Sie und ihre Einhornkrieger marschierten den Hügel hinauf. Doch ganz plötzlich entdeckten sie... Was? Was war's? Es war der heimtückische Grogar. Und Gusty erkannte, dass er bereit zum Kampf war. Gusty rief den Einhornkriegern zu... Au! Nein, nicht jetzt, Flurry. Die Fohlen wollen doch das Ende hören. Wir können Grogar besiegen, gemeinsam. Und die Einhornkrieger schossen magische Strahlen in die Wolken, die sich zu einem Strahl verbanden. Der Strahl, stärker als 1000 Armeen, leuchtete hinunter. Er wickelte sich um Grogar und zog ihn auf den Boden. Lass ihn nicht entkommen, rief Gusty. Sag ah! Ah! Stark, denn seine Angst verlieh ihm Kraft und er zerriss die Fesseln.